Guten Morgen mal wieder. Ich sehe schon, es ist Nacht. Dann gehe ich mal ins Bett, damit dann doch guten Morgen ist. Ja, guten Morgen jetzt aber wirklich. Ich habe im Off wieder ein bisschen. Oh, ich dachte gerade, es wäre ein Monster, war nur Rauch von der Fackel. Ich habe im Off wieder ein bisschen was getan. Ach, das zeige ich gleich. Ich wollte jetzt erstmal erzählen, ich habe ja recherchiert wegen den Nether. Oh, da ist noch Besuch. Guten Tag, haben Sie einen Bogen für mich? Nee, schade. Oh, aber den Besuch, da möchte ich mal schnell loswerden. Da nämlich auf der Höhe, auf der bitte kein Loch entstehen soll. Hier unten soll alles zugebaut werden mit Erde. Danke. So, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich raus durch den ungebetenen Gast. Jetzt bin ich total raus. Danke auch, Mr. Creeper. Ja, ich habe den ersten Raum unten ausgebuddelt. Da habe ich natürlich auch ein bisschen Eisen bekommen. Das ist auch schon durchgebrutzelt. Nee, ist nicht durchgebrutzelt. Die Kohle war leer. Toll, ich habe die Kohle in den falschen Ofen getan. Kohle habe ich dabei natürlich auch bekommen. Und ja, ich hatte eigentlich gehofft, das Eisen wäre jetzt komplett durchgebrutzelt, um zumindest mal meinen ersten Eimer und die ersten Rüstungsgegenstände machen zu können. Aber anscheinend muss ich jetzt doch erst noch mal kurz warten. Ich habe mir auch noch gar nichts aus den zweiten Diamanten gemacht. Mache ich mir jetzt ein Schwert daraus oder eine Schaufel? Schwert oder Schaufel? Das ist hier die Frage. Ich brauche ja eigentlich ziemlich viel Schaufelkraft für hier oben. Die ganze Erde, die muss ja hier noch komplett weg. Dann mache ich mir wahrscheinlich erstmal eine Schaufel draus. Aber dafür, ich wollte jetzt. Ach, hier ist. Ach komm, ich mache jetzt einmal die Schaufel. Bevor ich es mir dann doch gleich wieder anders überlege. So, ich habe eine Schaufel. Toll. Ja, was wollte ich erzählen? Ich war gerade einkaufen. Und beim Einkaufen habe ich das Mickey Mouse Magazin gesehen. Und da drinne gab es Minecraft Adventure Trading Cards. Und jetzt, weil ich so ein Let's Play habe, dachte ich, kann ich mir auch die Minecraft Adventure Trading Cards nicht entgehen lassen. Keine Ahnung, was das für Karten sind. Habe die vorher noch nie gekauft, aber sie sind im Mickey Mouse Magazin. Und wenn ich mir dann die Karten mit dem Magazin kaufe, habe ich danach sogar noch was zu lesen. Jedenfalls steht auf der Verpackung, das sind 4 Karten. Und es ist auf jeden Fall eine Special Karte drin. Also entweder eine mit Special Folie oder eine, die im Dunkel leuchten kann. Das ist garantiert. Und da will ich doch jetzt mal reingucken, was da drin ist. Ja, neuerdings, es ist ja ganz wichtig, dass die meisten Leute wissen ja, dass man nicht zu viel in Plastik verpacken soll. Jetzt sind neuerdings ja selbst die Mickey Mouse Magazine in Plastik verpackt. Keine Ahnung, wer auf den Schwachsinn gekommen ist. Da drin ist jetzt ein Magazin, eine Überraschung. Ach, und auf der Rückseite steht sogar nochmal drauf, das ist das Mega-Osterpaket mit coolem Flipper und Minecraft Adventure Trading Cards. Okay, ich wollte ja jetzt mir nur die Karten angucken. Mal schauen, ob sie im Dunkeln leuchtet oder coole Special Foil ist. Also die erste Karte. Ein Bett. Oh. Das ist mal eine Karte geben würde, auf der Bett steht. Ja, ich habe ja, wo ist mein Bett? Ja, da habe ich ja selbst hier schon mehr. Selbst hier habe ich ein Bett. Mehr als ein Bett sogar. Ich laufe mal zu meinem Bett. Man muss natürlich dazu sagen, das Standard-Minecraft-Bett war ja immer rot, bis dann die verschiedenen Farben kamen. Das hier ist ja grau oder hellgrau und das Bett auf der Karte ist sogar ein blaues Bett und nicht nur eins, sondern direkt ein Doppelbett. Also ist schon ein bisschen schicker. Okay, hat 139 Punkte. Keine Ahnung, was das für Punkte sind. Ob das Kraftpunkte sind, Energiepunkte oder Erfahrungspunkte. Da steht 139 von 230. Okay. Schauen, was die zweite Karte ist. Oh! Pilzerangriff. Ich werde angegriffen. Okay, da steht gar nichts drauf. Ich werde nur halt angegriffen von ganz vielen Pilzern. Und Evokern und eine Hexe. Und Plagegeister sind auch drauf. Wird gefährlich. Ach, da steht doch 6 von 230. Da hätte ich ja jetzt gedacht, so ein Pilzerangriff ist stärker als ein Bett. Okay, dritte Karte. Oh. Also da ist jetzt nur ein Schildkrötenkopf, ziemlich minimalistisch, aber
Als Struktur auf der Karte ist dann noch eine Schildkröte drin versteckt, die man nicht sieht, sondern nur erfüllen kann. Ist das vielleicht die Special Foil Card? Die hat 74 von 230. Und die letzte? Ein Slime Block. Ist die stärkste aber, 200 von 230 Punkten. Der Slime Block. Okay. Gut. Ich habe jetzt also ein Bett, ein Pillager-Angriff, eine Schildkröte und einen Slime Block. Ja, schön. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte. Ich habe recherchiert wegen den Netherwarzen. Aber erstmal zeige ich jetzt, was ich hier schon gemacht habe im Off. Und zwar habe ich hier den ersten Raum ausgebaut. Eigentlich wollte ich den Raum jetzt auf der anderen Seite machen. Auf der anderen Seite sollen nämlich die Netherwarzen farmen. Hier rein soll dann irgendwann das Obsidian-Portal. Aber, ihr erinnert euch ja noch, als ich den Gang nach unten gebuddelt habe und mich so beschwer habe, dass nirgendwo eine Höhle oder sowas ist. Ja, da buddel ich dann eins nach links und schon ist eine riesengigantomanische Schlucht. Ja. Also da soll auf jeden Fall trotzdem das Netherwarzenfeld hin, aber da dachte ich mir, das mache ich dann auch lieber in der Folge und nicht im Off. Und jetzt buddel ich mal darüber, ohne darunter zu fallen. Habe ich Koppel? Ja. Oh, ich höre schon Monster. Hier muss schon mal. So, das sind 11 in jede Richtung. Das heißt, so, wenn mich jetzt nämlich ein Skelett da gleich runterschießt, dann werde ich aber sauer. Ja, ich weiß noch, wie ich mich beschwert habe, dass nichts hier ist. Nichts. Und dann gehe ich erst nach links und da ist eine riesige Schlucht. Ja, toll. Können wir vielleicht später mal. Also, das sind 1, 2, 3, 4, 5. Dann nochmal 5. Oh. Ja, wie gesagt, eine riesige Schlucht. Toll, irgendwann werde ich die bestimmt mal erkunden. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, schließt. Na toll. Ja. Okay. Toll, jetzt bin ich fast tot. Hätte ich jetzt. Wie sind die denn da runtergekommen? Ja, toll. Das ist jetzt mal eine ausweglose Situation. Und ich habe keinen Pfeil und Bogen dabei, oder? Nee. Was ist da denn oben für eine Monsterparty? Kommen die jetzt alle runtergesprungen? Toll, dann springen wir jetzt weiter runter. Warum, das ist. Ja, komm, geh rüber. Toll. Was soll ich denn jetzt machen? Und jetzt ist das Essen alle. Also das war so jetzt definitiv nicht geplant. Geht weg. Geht weg. Ich habe einen Plitschangriff neben mir liegen und ein Bett. Ohne Schildkröte und einen Slimeblock. Habt Angst davor. Zombie, geh weg. Hier gibt's nichts zu holen. Okay. Gut, der ist schon mal weg. Eieiei. So. Okay, so. Oh, okay. Ich meine, so kann man. Oh, okay. Jetzt habe ich auf jeden Fall Angst, dass von unten noch mehr Kamikaze-Viecher runterfallen. Ich gehe erstmal wieder. Oh, schnell weg hier. Aber da oben muss irgendwo ein. Von irgendwo da oben sind sie gekommen. Ich glaube, ich habe jetzt gerade. Wobei, das muss ich in der Folge machen. Also, so eine Sache kann ich definitiv nicht im Off machen. Ich habe halt jetzt schon ein bisschen Angst vor den Viechern da oben, wenn die da runtergesprungen kommen, wenn ich hier am Bauen bin. Dass man überlebt habe, also echt. Naja, buddel ich erst mal gucken, was kommt in die Richtung. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, in die Richtung bin ich erstmal safe, okay. Hey, da gerät man richtig ins Schwitzen. So. Hier soll die Netherwarzenfarm hin. Vorsicht, Creeper, fallende Creeper von oben. Creeperschlag, kein Steinschlag. Na, ich meine auch ein bisschen Eisen. Also ich werde auf jeden Fall den Raum jetzt nicht in der Folge fertig kriegen. Ah, toll. Ah. Und der Boden sollte ja auch eigentlich aus Seelensand sein und nicht aus Kobbel. Der Boden müsste eigentlich tiefer gemacht werden. Damit nicht der Sensor hinter in der Luft schwebt.
Auf jeden Fall, hier soll schon mal nichts spawnen, bitte. Ich höre schon wieder was. Ne, ich gucke selber nach meinem Eisen. Das ist mir nicht koscher. Wer rechnet denn auch mit sowas? Das Eisen dürfte fertig sein. Oh, die Sonne geht auch schon wieder unter. Ich sollte mir ein Bett in die Schmiede stellen, aber ich habe doch da hinten noch Betten. Ach, die Lamas sind ja immer noch da. Und der Wärter her ist nicht da. Naja. Ich sollte mir auf jeden Fall mal ein Bett in die Schmiede stellen, damit ich in Zukunft dann auch dort schlafen kann und nicht immer extra in das Häuschen da rennen muss. Das Eisen ist auch durchgebrannt. Ich stelle hier jetzt erstmal das Bett ab. Habe ich noch keine Axt? Doch. Auch wenn sie noch ein bisschen rudimentär ist. Wer braucht denn hier jetzt eine Sitzgelegenheit? Das hier muss alles rein funktional sein. So. Ja. Kann ich das alles als Brennholz irgendwie verwenden? Mal schauen. Oh gut. Wieder demnächst als Brennholz verwendet. So, ich habe dafür noch ein neues Eisen da. Also als allererstes möchte ich jetzt bitte einen Eimer. Ja. Den brauche ich dann gleich, dass ich da hinterher nämlich auch direkt wieder hochkomme, falls ich dann doch mal runterfalle. Und was kann ich mir denn jetzt daraus schon Schönes machen? Ich kann mir schon mal Schuhe machen. Naja, oder halt direkt. Wie war das denn? Nee, nach da und nach da. Kriegt man den Harnisch. Eine Hose. So, dann will ich was zum Anziehen. Ja, das passt auch zum Anzug. Weil ich gerade die Samen schon wieder in der Hand habe. Hier, ne, die sind noch nicht komplett durchgewachsen. Dann will ich jetzt einfach, bopp. Schön. Dann traue ich mir jetzt unten weiter. Ich höre ja schon wieder so viele Mistviecher. Ach ja, guten Tag, Frau Fledermaus. So, dann lasse ich mir hier nämlich erstmal. Erstmal hier. Hopp. Kommt wieder jemand runter? Kamikaze? Nein. Okay. Dann nur für den Fall. Ach, da kommt ja doch einer. Ja, nur für den Fall, dass ich da mal runterfalle. Ich höre doch was da oben. Ja, ups. Schnell, bevor was passiert. Also das ist so nervenaufreibend für einen Netherwarzenraum zu machen. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich mache die Steine jetzt noch weg und dann nehme ich den Warzenraum erstmal mit in die nächste Folge. Dann werde ich nämlich oben mit meine neue Diamantschaufel erstmal einwenden und noch ein bisschen Erde klatschen. Ich habe nämlich mein letztes Schwein gerade. Mein letztes Steak gefressen. Ich habe ja auch noch Ofenkartoffeln, nein, immerhin. So. Ich habe wieder ein bisschen Eisen. Dann kann ich mir jetzt auch schon einen Helm, aber reicht leider noch nicht für Schuhe. Dann laufe ich halt noch barfuß rum. Hol mir hier aber. Ach, hier ist noch eine Truhe. Na gut. Ich hol mir nochmal Wasser. Man muss immer Wasser dabei haben. Na? Dann will ich jetzt einmal die schöne Diamantschaufel einweihen. Noch 5 Minuten. Ja, ich kann jetzt das Mickey Mouse Magazin vorlesen. Da sind ja bestimmt tolle Geschichten drin. Ich frage mich, ob Corona in den Comics thematisiert wird. Ich habe jetzt kein Magazin gekauft während der Pandemie bislang. Aber die Pandemie dauert jetzt schon so lange und das Magazin, das hat ja eigentlich auch immer aktuelle Themen in den Comics. Ach, eigentlich müsste das ja schon thematisiert werden. Also wäre ja schon interessant jetzt zu sehen, wenn da Enten mit Mundschutz jetzt rumlaufen. Oder wenn Tick, Trick und Tack im Homeschooling sind. Naja, ich werde das Magazin auf jeden Fall noch lesen und dann habe ich in einer der folgenden Folgen bestimmt noch was zu erzählen.
Ich muss gerade mal sagen, dass ich von der Mannschaufel nicht so begeistert bin. Ich bin andere Standards gewöhnt. Kein Netherite, keine Verzauberung. Ja, ich muss ganz dringend in Kontakt mit den anderen Askaloniern treten, um über die vielleicht ein bisschen bessere Ausrüstung zu bekommen. Wenigstens mal eine Verzauberung. Gut, ich bin schon Level 9. Eine kleine Verzauberung könnte man da ja sogar selbst schon machen. Aber wie gesagt, ich möchte keinen Zaubertisch hier hinstellen, weil sich das einfach nicht rentieren wird. Und ich ja hier noch mehr als genug anderes zu tun habe. Jo, habe ich noch Erde? Ne, das war's schon wieder mit der Erde. Ja, ach so, ich wollte ja auch noch erzählen, was ich über die Netherwarzen rausgefunden habe. Über den Anbau. Netherwarzen durchlaufen insgesamt vier Wachstumsstadien, wobei sich die Erscheinung zwischen dem zweiten und dritten Stadium nicht verändert. Nee, das wollte ich nicht. Nee, wo stand das denn? Handel, Kompostabbau. Nee, ich hab's doch gelesen. Da stand so wortwörtlich, dass der Lichtlevel vollkommen egal ist. Ich finde es aber nicht mehr. Ich mache den Artikel in die Videobeschreibung und dann. Ja. Also im Prinzip könnte ich die Netherwarzenfarm jetzt also auch oberirdisch bauen. Aber ja, ich müsste jetzt eigentlich erstmal in die Mine gehen, da ich eh nicht in den Nether gehe, bevor ich kein Obsidian habe. Und ich habe jetzt immerhin schon einen Wassereimer. Das heißt, sobald ich auf Lava stoße. Ach ja, ich könnte ja jetzt gucken, dass ich die Mine in die Schlucht irgendwie führe. Die habe ich ja schon gefunden. Ja. Dann erstmal die Erde wieder verbauen. Das Land verändert sich, es wird geterraformt. Denn hier soll ein schönes, großes Haus hinkommen. Ich mache jetzt die Erde noch weg. Da oben müsste jetzt noch Erde liegen, die ich nicht verkommen lassen möchte. Ich brauche alle Erde, denn hier muss noch sehr viel aufgeschüttet werden. Wo war ich da? Da hinten läuft so ein einsames Lama entlang. Denn ich hatte hier am Anfang mal einen Gast. Der ist aber anscheinend inzwischen nicht mehr da, hat aber das Lama zurückgelassen. Ne, beide Lamas. Aber der Gast ist nicht mehr da. Wo mag der wohl rumlaufen? Es hat sich wahrscheinlich dann im Wald verlaufen. Ja. Ja, das war jetzt noch nicht fertig. Ne, dann gehe ich jetzt nochmal runter in die Mine. Mal schauen, ob ich auf Anhieb den Weg zur Schlucht finde. Wobei meine Mine wahrscheinlich unter der Schlucht entlang führen wird. Ja, Fackeln habe ich auch nicht mehr so viele. Na, hoffentlich finde ich da schnell eine Kohleader. Ja, dann biege ich einfach mal hier ab. So, mal schauen. Und dann müsste ja irgendwo in die Richtung die Schlucht dann sein. Ah ja, hier kann ich auf jeden Fall XP erhalten. Dankeschön, XP. Ich meine, Lava würde ich ja auch annehmen für das Obsidian-Portal. Ja, aber ich fürchte, ich bin jetzt zu tief für die Schlucht. Ich werde wahrscheinlich nicht auf die Schlucht stoßen, da die höher ist. Ich möchte mich aber auch nicht hochbuddeln, da ich hier ja auf einer Ebene bin, auf der man ganz viel tolles Redstone findet. Mit all dem Redstone. Ich möchte was anderes. Meine, und dann findet man nämlich nicht mal Lava, sonst Lava findet man immer. Aber wenn man da mal ein bisschen Obsidian braucht für ein Portal, nee, dann natürlich nicht. Typisch. Vor allem kommt hier gar kein Koppel mehr raus. Hier ist die Verbindung schon wieder weg. Hallo? Da sollte Koppel aus dem Stein rauskommen. Nicht gut. Naja, wenn da keine Ressourcen rauskommen, dann sind sie auch nicht abgebaut und dann kann ich die Folge jetzt eigentlich auch an. Ja, gut.
Upload, dann kann ich an der Stelle auch die Folge beenden. Auf Wiedersehen.